Willkommen zum Supercharged Sunday und wir haben heute eines der beliebtesten Themen, wenn es um das Thema KI geht. Eine der Fragen, die ich immer wieder bekomme, nämlich, warum kennt sich ChatGPT nicht mit aktuellen Ereignissen aus? Wenn ich was einbegebe, kommt nicht das Richtige raus. Und das ist jetzt natürlich gelöst mit ChatGPT Search. Das heißt, ihr habt eine Suchfunktion in ChatGPT. Es kommt aber darauf an, wie man das verwendet und einmal zu verstehen, wie diese verschiedenen Modelle zusammenhängen, um wirklich geilen Kram damit zu machen. Das möchte ich heute mit euch einmal tun. Was wir heute machen, ich zeige euch meinen Workflow von wie starte ich mit einer Aufgabe, wie verwende ich die Suche, was mache ich mit den Ergebnissen, wie reichere ich das an und wie füge ich das nachher zu einem guten Ergebnis zusammen. Denn es geht deutlich mehr als einfach nur ich google was in ChatGPT und bekomme eine Antwort. Das ist nett, aber das ist nicht das, wo wirklich die Power drin liegt, sondern es gibt einen Workflow, der ist perfekt. Um alles aber einmal sauber zu verstehen, das kennt ihr hier schon, erkläre ich einmal ganz kurz die Unterschiede zu dem, was ihr jetzt mit ChatGPT Search, Perplexity, Google kennen solltet, um das einmal sauber zu unterscheiden. Der häufigste Denkfehler, den ich erlebe, wenn Menschen an ChatGPT denken oder KI denken, ist, dass als Antwort kommt, ja, ich gebe was ein, aber das Modell kennt ja nur Daten bis, weiß ich nicht, 2022 oder sowas. Und daran merke ich halt immer wieder, und das springt mir sofort in den Kopf, ja, Achtung, ein Large Language Model ist keine Suchmaschine. Das ist ein Riesenunterschied. Es kann Trainingsdaten, die es mal bekommen hat, wiedergeben in einer Form. Es kann Dinge, die es reinbekommt, reflektieren. Irre. Aber es ist keine Suchmaschine. Und das ist ein Fehler, der passiert. Um eine Suchmaschine mit einem Large Language Model zu verbinden, und da steckt sehr viel Power drin, muss ich einige Dinge tun. Und dann bekomme ich aktuelle Ergebnisse in klarer Antwortform geliefert. Und das ist die Secret Sauce. Das ist das Spannende. Das heißt, ich stelle eine Frage, die komplexer ist als eine Google-Suche und bekomme eine fertig formulierte Antwort. Irre. In Unternehmensdatenbanken nennt man das RAG-Datenbanken, Vektordatenbanken. Und das, was Perplexity zum Beispiel macht, ist quasi sowas Ähnliches, halt mit Echtzeitdaten. Und das, was ChatGPT Search jetzt macht, ebenfalls. Und da diese Firmen natürlich, also vor allem OpenAI, an der Quelle sitzen und diese Modelle bauen und feintunen, gehe ich davon aus, wird das in Zukunft immer besser. Wie gesagt, ein Google-Killer wird es nicht sein, weil Google ist einfach the Search und die haben einfach so viel Search-Power, das sehe ich einfach nicht. Ob es ein Perplexity-Killer wird, bleibt abzuwarten. Ich benutze immer noch teilweise Perplexity, aber mein Workflow ist durch ChatGPT Search deutlich, deutlich schneller geworden. Und man merkt euch einfach, wenn jemand sagt, ja, ich gebe da was ein, da kommt nichts Richtiges bei raus. Ein Large Language Model ist keine Suchmaschine, aber ChatGPT hat jetzt eine Suchmaschine mit eingebaut. Das Wichtigste, wenn ihr mit KI arbeitet, ist es eigentlich wie wenn ihr mit einem Kollegen, einer Kollegin oder einem ganzen Team arbeitet. Ihr solltet euch vorher einmal überlegen, was wollt ihr überhaupt machen. Und das Coole ist, selbst wenn es Bereiche sind, wo ihr noch nicht 100% Bescheid wisst, dafür könnt ihr die KI benutzen. Das heißt, ich zeige euch mal einen Workflow mit einer Aufgabenstellung, die ich habe, wie ich die vorbereiten würde und warum ich jetzt Search im nächsten Schritt einsetzen werde, weil wir eben aktuelle Daten brauchen, wie ich dann diese aktuellen Daten weiterverwende, hinterfrage, auswerte und in eine saubere Darstellung bringe. Und das Ganze, ich habe es eben mal getestet, hat mich keine 10 Minuten gekostet und wir reden jetzt von einem Thema, was definitiv vor einigen Jahren noch mehrere Tage in Anspruch genommen hätte. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Gehen wir mal rein. Wir drehen heute am Mittwoch. Das heißt, die Ergebnisse der US-Wahl sind jetzt gerade vor 2 Stunden reingekommen. ChatGPT hat keine Infos darüber, wenn es nicht Search gäbe. Das heißt, die Modelle an sich wissen nicht, dass Donald Trump der nächste Präsident der USA wird. Heißt, wir bereiten mal einen Prompt vor und ich stelle mir jetzt mal eine Frage, die ein typisches Unternehmen sich in Deutschland stellen könnte. Wir sind, nehmen wir mal an, Hersteller von Autoteilen oder Maschinen für den Autobau oder ähnliches, also Mittelstand, und exportieren auch in die USA. Und ich will als Geschäftsführer wissen, bei 20% meines Geschäfts, was in den USA stattfindet, was könnte das in der Konsequenz bedeuten? Könnte eine realistische Frage sein. Ihr müsst euch überlegen, für eure eigene Branche, ob das eine Frage ist. Ich nehme das jetzt, weil es ein schön aktuelles Beispiel ist. Also beginne ich mit einem Prompt und ich mache jetzt ChatGPT auf und meistens mache ich das ja am Telefon, wenn ich morgens einen Kaffee trinke und den Einfall habe und öffne einfach nur die Spracheingabe und sage, ich möchte mit dir einen Case vorbereiten. Du musst mir einmal helfen, den sauber zu strukturieren, damit wir danach nach aktuellen Themen suchen können. Ich möchte gerne einmal klären,
welche möglichen Auswirkungen es geben könnte, wenn der nächste Präsident der USA Donald Trump ist. Wir werden gleich danach recherchieren. Mir geht es darum, dass wir das erst einmal vorstrukturieren. Denn ich bin ein Unternehmen, das Maschinen herstellt für den Fahrzeugbau. Und wir liefern 20%, also wir machen 20% Umsatz in den USA. So, und ich brauche jetzt einmal die verschiedenen Themenfelder, die wir berücksichtigen sollten im Austausch USA-Deutschland. Ihr seht schon, ich benutze einen Prompt, der vage ist und beschreibt. Und ich habe jetzt bewusst noch nicht das Search-Modell angeschaltet. Lass mir das erstmal vorstrukturieren. Anstatt jetzt einfach nur eine kurze Google-Suche quasi zu machen, sage ich, okay, was sind hier die Themen? Handelsbilanz, Zölle, regulatorische Änderungen, Technologievorgaben, Währungsschwankungen und so weiter, Investitionsstandort Deutschland. Und solange ihr jetzt mit dem Modell ChatGPT, also 4.0, arbeitet, könnt ihr unten, das seht ihr hier schon, die Suche einschalten. Das machen wir jetzt gleich als nächstes. Gucken wir mal, was wir dann draus machen. Jetzt sagen wir, Suche einschalten. Perfekt. Kannst du mir bitte zu jedem dieser Felder eine Suche durchführen und die aktuellen Ergebnisse der Wahl nehmen und vielleicht auch schon Aussagen, die jetzt im Wahlkampf getroffen wurden, die uns eine Indikation darüber geben, was das in der Konsequenz bei dem jeweiligen Feld bedeuten könnte. Das ist eine Frage, no way kann man die mit einer Google-Suche normalerweise stellen. Man bräuchte jetzt 5 verschiedene Experten, die das einschätzen. So, jetzt wird hier analysiert. Ich habe jetzt zu jedem Punkt hier eine Quelle, zumindest mal eine. Das ist jetzt schon mal ein Unterschied. Perplexity würde vermutlich anders diesen Prompt verstehen und anfangen danach zu suchen. Können wir gleich mal vergleichen und ich hätte wahrscheinlich auch mehr Quellen. Und ich gucke jetzt durch, wie die Indikationen hierauf sind. America First Politik und so weiter. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen und geholfen hat, dann freue ich mich über ein Abo im Kanal. Das hilft uns sehr und motiviert. Und noch besser für euch, wenn ihr sagt, ihr habt Ideen für Videos, schreibt es unten in die Kommentare rein, denn drehen wir nämlich auch euer Video. Jetzt geht's zurück zum ChatGPT Search Video. Kannst du noch mal eine Ebene weiter recherchieren und genauer rausfinden, wenn es dafür Quellen gibt, wie es den deutschen Mittelstand betreffen könnte? Vielleicht hat ja jemand schon mal darüber geschrieben, vielleicht gibt es Studien aus der Vergangenheit, wir hatten das ja schon mal. Ich habe da noch gar keine Erfahrung und möchte eine realistische Einschätzung treffen, denn wir produzieren, wir sind 200 Leute groß und wie gesagt 20% Geschäft in den USA. Ihr verfeinert die Suche einfach nochmal. Internet wird durchsucht. IHK Köln als Quelle, okay, das ist bestimmt nicht so schlecht. Da fehlen jetzt Quellen. Gut, da hat er jetzt, ja, er hat doch nochmal einige Sachen reingenommen, aber aus einer Quelle, reicht mir aber als Einschätzung. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme das Ganze, ich schalte die Suche wieder aus, nehme also wieder das Modell 4 Omni. Schreibt mir das mal bitte als komplettes Briefing runter mit den Erkenntnissen, die wir gesammelt haben, mit dem Ergebnis der US-Wahl, dass das jetzt so stattgefunden hat. Ich möchte, dass das Briefing von einer dritten Person gelesen werden kann und unsere Gedankengänge und die möglichen Konsequenzen absolut nachvollziehbar sind. Auch mit dem Hintergrund zu mir als Unternehmen, also alles, was du jetzt gehört hast. Ausnahmslos ein Briefing, komplett runtergeschrieben, nichts auslassen, was wirklich wichtig ist. Das lasse ich jetzt wieder mal runterschreiben. Was wir jetzt machen, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Mir geht es jetzt darum, die Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben, mit einem Modell zu challengen, was besser nachdenken kann, also was mehr hinterfragen kann. Und das ist O1 Preview. Früher musste ich das händisch machen, also quasi jeden Punkt nochmal einzeln nachprüfen. Auch das war schon schneller als eine Woche zu warten. Jetzt gehe ich einfach mit diesem fertigen Briefing gleich zu O1 Preview rüber und gebe einen Prompt rein, der im Prinzip alles einmal hinterfragt. Und auch beginnt, mir die Punkte in eine gewisse Prio für mich als Geschäftsführer zu ranken. Warum tue ich das? Ganz klar, ich möchte ja eine strategische Fragestellung einmal sauber durchdenken. Ich lasse nicht die KI mir den Punkt abnehmen und Entscheidungen treffen, aber ich habe jetzt einen Sparringspartner, der zumindest mal eine Tendenz geben kann, die auf jeden Fall mal auf eine Recherche fußt, mit der ich arbeiten kann. Genau, ich nehme jetzt diesen sehr, sehr langen Post. Ich hoffe, der passt in One Preview, weil
das Modell ist irgendwann limitiert und ich teste das jetzt einmal, hier im Chat zu wechseln, was theoretisch geht, und ihr wird es meckern und sagen, nee, geht nicht, weil keine Websuche. Das ist nämlich genau das Problem. Das nennt man dann Tree of Thought. Jetzt macht ihr einen weiteren Chat auf, deswegen habe ich mir das Briefing einmal komplett geben lassen. Öffne den, neuen Chat und sage, bitte hier wechseln auf O1 Preview und jetzt kommt mein Prompt. Ich habe hier ein sehr umfassendes Briefing. Wir haben gerade die Ergebnisse der US-Wahl bekommen. Das stimmt auch alles so, wie es hier in dem Briefing steht. Was ich möchte ist, dass du dir sauber einmal alles durchliest und versuchst, die Konsequenzen für meine Branche nachzuvollziehen, zu analysieren, drüber nachzudenken, zu hinterfragen und mir dann in einer priorisierten Liste eine Einschätzung darüber gibst, für wie realistisch du die Konsequenzen auf meine Branche einschätzt. Und ich möchte, dass du dabei sehr klar mit mir sprichst, also sagst, hältst du für überzogen die Erwartung, hältst du durchaus für realistisch, das Risiko ist hoch, das ist niedriger und ich möchte das höchste Risiko am Ende ganz oben haben und das niedrigste Risiko deiner Meinung nach ganz unten, um danach mit meiner Geschäftsleitung darüber zu diskutieren. Eine Minute langer Prompt und ein sehr langer Kontext. Mal gucken, O1 Preview, was du jetzt kannst. Denkvorgang. Vielleicht schaffe ich ja die Minute Denkvorgang. Mal gucken. Das ist immer mein neues Ziel, O1 Preview zu möglichst langem Nachdenken zu bewegen. Ich finde es super spannend. Jetzt sieht man, ich habe ja wirklich viel reingepromptet. Und ihr seht, wie viele Punkte jetzt hier angedacht werden. Ihr könnt das aufklappen, wenn ihr wollt, und reinschauen und nachlesen. Mache ich meistens erst danach. Merke aber, wenn ich... Der denkt jetzt wirklich sehr lange. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein guter Prompt. Und jetzt kommen wirklich alle Punkte aus diesen verschiedenen Abschnitten. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt zu schauen, was ganz oben erscheint. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail durchgelesen. Ich habe es vorhin für einen anderen Case getestet. Ich glaube, es ist mein neuer Rekord. 1 Minute 2 Sekunden. Bam! Okay. Handelsbeziehungen und Zölle. Ja, ist offensichtlich hohes Risiko, sehr realistisch. Hat er in der Vergangenheit schon gemacht. Internationale Logistik-Lieferketten-Stabilität, das ist der Punkt 8, den hat er jetzt hochgerankt auf Punkt 2. Protektionistische Maßnahmen, mögliche Konflikte mit Ländern wie China. Ja, ist nicht verkehrt. Vertrieb, Marketing, Markenimage. Mittleres bis hohes Risiko, durchaus realistisch. America first. Könnte sein. Wir haben aber gute Kundenbeziehungen nach in die USA, könnten dann viele sagen. Also ne, Vertriebler ransetzen, noch besser, mehr Power da rein. Währungsschwankungen, Unsicherheit, okay. Regulatorische Auswirkungen, Technologievorgaben, Arbeitsmarkt, so. Und ihr seht schon, das ist super kurz, super knapp für dieses Riesenbriefing. Und jetzt würde ich das wieder nehmen und das ursprüngliche Briefing und gehe an den Rechner, denn ich würde jetzt Canvas öffnen. Eine weitere Art, mit ChatGPT zu arbeiten. In Canvas habe ich die Möglichkeit, einen Text nochmal besser zu strukturieren, zusammenzufügen, durchlesen zu lassen, Anmerkungen zu machen. Das heißt, ich kann sagen, nimm nochmal einen Feinschliff vor, schlag nochmal Überarbeitung vor und so weiter. Warum würde ich das tun? Jetzt habe ich Ideen von einem Superberater, der was gerankt hat. Ich habe mögliche Auswirkungen. Ich kann den Text sprachlich vereinfachen und, und. Und so habe ich innerhalb von unter 10 Minuten, eine Minute hat ja allein ChatGPT nachgedacht, in unter 10 Minuten die Möglichkeit, ein sauberes Briefing-Dokument zu haben. Und ihr habt das vielleicht aus einem meiner vergangenen Videos. Ich habe sehr früh mal ein Video gemacht zum Thema Six-Pager-Meeting bei Amazon. Das ist dieses Thema Jeff Bezos, der PowerPoints abgeschafft hat und alles in Narrative geändert hat. Und es ist ein so kraftvolles Tool, etwas einmal runterzuschreiben und zu durchdenken. Natürlich müsst ihr als Geschäftsführer oder als Verantwortlicher, selbst wenn ihr es für euch macht, das immer nochmal sauber durchlesen, durcharbeiten, nachlesen. Und es ist was anderes, das komplett selber zu schreiben. Aber ihr könnt das ja als Briefing-Grundlage nehmen und dann damit runterschreiben. No way on earth wart ihr vorher schneller als das, was wir hier gerade gemacht haben. Und das zu diversen Themen, die möglich sind. Wir haben jetzt ja noch nicht mal angefangen, das mit Daten zu machen, was auch eine Möglichkeit wäre. Das jetzt mal als ganzer Prozess. Und ihr habt jetzt gesehen, teilweise habt ihr Quellen, wo ihr sagt, so, oh, weiß ich nicht, kann ich die IHK Köln verwenden? Nichts gegen die IHK Köln, aber ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, wie gut die Quelle ist. Das sind jetzt Themen, die werden sich definitiv in der Zukunft lösen. Auch Perplexity war da nicht fehlerfrei. Das heißt, Perplexity war da immer schon mal ein bisschen besser. Wenn ich jetzt merke, da sind Quellen dabei, das will ich nochmal überprüfen, würde ich einen dieser Prompts nehmen, eine zusätzliche Suche auf Perplexity machen, wieder zurückgehen, mein Briefing anreichern
und dann erst in Canvas rüberwechseln. Oder ich nehme nochmal einen Wikipedia-Artikel oder eine Quelle, die ich wirklich für wichtig empfinde. Das ist der ganz normale Vorgang. So oder so, es dauert nicht viel mehr Zeit. Aber das ist das, was ich glaube, was sich mit der Zeit nach und nach dann lösen wird. Genau, und ihr könnt natürlich reinklicken in die Quelle, lesen, einschätzen. Ich hatte gestern in Perplexity zum Beispiel das Problem, dass ein völlig anderes Unternehmen als Quelle angegeben war. Und dann habe ich gesagt, lass das bitte raus. Und dann habe ich danach weiter recherchiert. Also ihr müsst schon immer noch selber denken, das wär von Vorteil, wenn ihr das tut. Jetzt haben wir in den letzten Wochen verdammt viel KI und ChatGPT gemacht. Und das ist kein ChatGPT-Kanal, es ist ein Supercharge-Kanal. Aber es ist halt gerade die Anwendung, die durch kleine Anpassungen es schafft, riesige Veränderungen im Arbeitsprozess zu erreichen. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend und ich bin eben Fan von Look at the Details. Diese Kleinigkeiten, dass man jetzt in einer App bleiben kann, dass man am Telefon relativ viel machen kann, dass man dann an den Bildschirm wechselt mit Canvas und so weiter und dieses Hin- und Herspringen. Das ist der Grund dafür, dass wir uns momentan so sehr darauf fokussiert haben. Es ist nun mal eine der großen Revolutionen, in denen wir uns gerade bewegen und befinden. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über ein Like, einen Kommentar und eine Diskussion. Denkt dran, kommentiert freundlich und nett miteinander. Das ist mir wichtig, mache ich auch immer hier auf YouTube und ich versuche mir wirklich Mühe zu machen, jeden Kommentar zu beantworten. Ihr habt auch so über die anderen Kanäle viel geschrieben. Auch mein ganzes Team freut sich darüber, wenn ihr schreibt und versucht auch schnell zu antworten. Manchmal geht es nicht sofort, aber wir geben uns alle Mühe, das zu tun. This being said, ich freue mich auf nächste Woche. Lights, Camera, Action, wow. Stay wild.